Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder unterwegs, müssen ein paar Bushaltestelle bauen, weil die Städte gewachsen sind. Ich habe wieder vorlaufen lassen. Eigentlich lasse ich immer da so weit vorlaufen, dass ich drei Bushaltestellen machen muss, weil drei Häuser da sind. Aber diesmal sind es leider nur zwei neu geworden und bei einer habe ich die Bushaltestelle falsch gesetzt und deswegen müssen wir bei Königsbrunn nochmal eine Bushaltestelle neu machen. Die alte lassen wir aber einfach, weil das wird ja sowieso zugebaut, weil da war definitiv ein Fehler oder habe ich den Fehler gemacht und habe die Bushaltestelle falsch gesetzt. Das letzte Haus ist nicht angeschlossen worden. Aber das können wir alles noch korrigieren und nach dem Logo gehen wir auf den Großbildschirm und gucken uns das dann an. So, gehen wir erstmal nach Königsbrunn hin. Hier seht ihr das Haus. Ich habe gedacht, das ist hiermit abgedeckt, aber ist es gar nicht. Da passt es nicht. Das heißt, wir müssen hier dort eine Bushaltestelle hinsetzen, damit das Haus abgedeckt ist. Ist aber nicht schlimm, kriegen wir auch hin. Das heißt, wir gehen hier hin, wir gehen hier hin. Ah, nee, wir müssen erst noch das Geländer gerade ziehen, damit das da bauen kann. Damit wir da bauen können, das war hier. Und dann können wir die Straße verlängern. Und dann können wir da die Bushaltestelle auch hinmachen, ne? Damit das passt. Kommt halt ab und zu mal vor, sowas, ne? Warte mal, das sieht aber jetzt so aus, dass das dahin muss. Ich habe einen zu weit gezogen. Naja, dann ist das so. So. Ja, ich lasse die Straße jetzt auch so. Gut, das passt. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Mit der Kutsche ist natürlich gerade an der Haltestelle, aber jetzt kriege ich sie. Stadtbus, Fahrplan ändern. Und dann das Rathaus dahin und dann diese Bushaltestelle, damit wir das Haus auch anfahren können. Gut, wunderbar. Passt jetzt hier 71 Passagiere sind jetzt hier an der Haltestelle. Wo wollen die denn alle hin? Königsbrunn-Krugstraße. Okay. Wie viele sind denn hier Kutschen auf der Linie? Nur eine. Das müssen wir dann mal gerade noch ändern. Und da wir hier schöne Zahlen haben, wie ihr seht, ich habe es ja weiterlaufen lassen und dieses Jahr sind wir schon mit 620.000 im Plus. Und wenn wir jetzt die Monate reingucken, das letzte Monat war 283, wir haben jetzt gerade Monatsanfang, den Monatsmitte, da ist jetzt hier zwar was wir noch stark im Minus, das wird sich aber auch erholen. Das heißt, wir sind gar nicht mal so schlecht unterwegs, ne? Hier unten seht ihr ja 1,3 Millionen. Das war immer bei 2,8 irgendwo mitten im Monat, vielleicht bei 2,4. Also unsere ganze Planung, die fruchtet hier, ne? Wir sind hier auch die ganze Zeit im Plus, wie ihr das seht. Die letzte Minus ist vor 13 Monaten gewesen. Also unsere Wirtschaft funktioniert. Gut, das haben wir, Linie haben wir gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt in die Liste und werden dort die Städte aufrufen. Ihr seht da, wie das sich geändert hat. Einwohnerzahlen nochmal. Ettlingen ist die größte Stadt geblieben. Hat jetzt aber noch in den Grenzen sich erweitert. Gütersloh sollte das genauso sein. Hat sich auch in den Grenzen wohl erweitert. Es ist nichts dazu gekommen. Zweibrücken ist auch nicht mehr. Ich glaube, hier ist ein Feld dran gekommen vielleicht. Das könnte sein. Auf jeden Fall werden hier die Straßen ausgebaut. Ist aber alles noch abgedeckt. Jena, ich glaube, dieser Zipfel ist hier neu. Und sonst ist hier schon eine schöne Reihe von Häusern hingekommen. Königsbrunn hatten wir gerade eben. Da waren wir und haben die Bushaltestelle ergänzt. Bad Mergentheim hat hier noch was erweitert schon. Ich glaube, da ist ein zweiter Zipfel zugekommen. Einer von den beiden. Frage mich nicht, welcher von den beiden. Sieht aber gut aus. Hier sieht es auch noch ganz beschaulich aus in Willig. Köln. Ja, da sieht es auch noch gleich aus. Die vergrößern sich intern wohl erstmal. Bayreuth, da wird es langsam eng. Alle Bauflächen sind fast schon sozusagen. Also hier, ja, hier hinten gibt es noch drei Bauflächen dann auf der anderen Seite. Ob das dahin geht, ist dann die nächste Frage. Da müssen wir sowieso gucken, wie das unser Bahnhof nachher wird, ne? Aber den kann man ja auch notfalls umstrukturieren. Hier sind noch Bauflächen dann, ne? So, Lüneburg. Straßenmäßig ist es gleich geblieben. Vielleicht sind irgendwelche Häuser ausgetauscht, vergrößert. Neubrandenburg haben wir hier jetzt ein neues Häuschen. Da müssen wir dran erarbeiten. Das heißt, 1, 2, da muss eine Bushaltestelle hin. Ne, das war ja unsere Uhrzelle. Und das müssten wir so machen, dann müsste das klappen. Und dann brauchen wir hier die Kutsche.
Ich kriege jetzt nicht wahrscheinlich hier Stadtbus. Fahrplan. Das können wir mal gerade schließen. Das heißt, wir fügen den hinzu und dann den hinzu. Dann haben wir das hier auch ergänzt. Passt schon. Ist noch was? Nein. Städtchen wächst auf jeden Fall. Das war Neubrandenburg. Dann gehen wir nach Winenden. Wie ihr seht, ist hier hinten noch ein zweites Haus zugekommen. Sehr schön. Wächst also auch das Städtchen. Welsdorf. Flächendeckend wahrscheinlich mehr geworden. Bad Zwischenahn ist auch noch so groß. Schwandorf kommt mir vor, als ob das flächenmäßig das größte Städtchen ist. Einwohnermäßig relativ schwach, aber die Häuser sind weit verteilt. Kann aber auch täuschen, weil wir hier oben den Bahnhof gebaut haben, ja, den Hafen gebaut haben oder so. Achim, ja, sieht noch gleich aus. Ja, ich glaube, hier ist vielleicht noch ein Sträßchen hinzugekommen. So, Lippstadt müssen wir auch was ergänzen. Da haben wir nämlich hier. Diese Bushaltestelle muss da oben irgendwo gemacht werden. Die muss dahin. Das heißt, Straße und bauen hier. Die ist da, ne? Ja, 1, 2, 3. Das heißt, da muss es hin. Dann müssen wir noch gerade überlegen. Knapp daneben ist auch vorbei. Wie wir das hier lösen. Aber ich denke mal, wir machen das so, oder? Und setzen dann da eine Bushaltestelle hin. Dann ist das Häuschen auch abgedeckt. Und gehen jetzt hier in eine Kutsche rein, um den Stadtbus anzupassen. Fahrplan. Rathaus. Dort oben hin. Passt. Wir stehen hier 5. Die wollen zur Volkanstraße, die hier ist. Da steht aber niemand. Steht denn jetzt schon hier oben einer? Ja, tatsächlich schon 2. Sehr schön. Das wächst. Das war jetzt Lippstadt, ne? Ja, jetzt gehen wir nach Erlangen. Erlangen tut sich auch ein bisschen erweitern intern, aber keine neuen Sachen da. Und dann haben wir noch Bünde. Bünde hat hier diese lange Straße, aber da ist nichts dran. Sonst ist alles abgedeckt. Hier unten hat sich nichts getan. Und dann sind wir wieder bei Friedrichsdorf, wo wir angefangen haben. Da passt auch alles. So, das haben wir schon mal soweit durch. Größte Stadt ist jetzt Gütersloh mit 481. Ettlingen, zweitgrößte Stadt, da hat sich noch nichts getan. Wir können noch mal gerade einmal durchgehen schnell. Ich bin gespannt, ob hier irgendwie ein Haus als nächstes kommt. Jena, alles gut. Königsbrunn, hier bin ich auch gespannt, ob die andere Seite mal erschlossen wird. Bad Mergentheim, da ist alles gut. Willig, ist auch alles gut. Köln. Wächst und gedeiht, aber in sich. Ja, hier bin ich auch gespannt, dass hier eine Straße rübergesetzt wird irgendwo. Oder ob hier weiterkommt. Kann auch sein, ne? Lüneburg sieht noch gut aus. Neubrandenburg hatten wir schon erweitert gerade. Eben ist auch noch alles prima. Winenden sieht so aus. Welsdorf tut sich nichts. Hier in Bad Zwischenahn ist es auch nichts. Schwandorf ist auch okay. Achim sieht so aus. Hat sich auch nichts, glaube ich, getan in dieser Spielzeit hier. Lippstadt haben wir frisch gemacht. Erlangen ist alles. Oh, Erlangen müssen wir eine Bushaltestelle bauen. Das heißt, das muss hier irgendwo hin. Dann wollen wir das mal machen. So, das heißt, 1, 2, 3, da muss es hin. Ja, jetzt haben wir die Option halt entweder von oben oder von unten. Aber ich würde jetzt mal tendenziell hier von unten machen. Das heißt, wir schachten da aus, ne? So. Und dann bauen wir die Straße da rein.
einfach gerade und dann ist das neue Häuschen abgesteckt, abgedeckt, nicht abgesteckt. So, dann brauchen wir eine Kutsche, die da lang fährt. Die ist aber Erlangenburg. Gibt es auch was Internes? Nee, die fahren alle zur Burg. Okay. Dann ist der Fahrplan mit der Burg da drin. Ach nee, da müssen wir so machen. Das müssen wir schließen. Fahrplan. Rathaus. Ja, das ist Rathaus. Und dann hier hin. Und wer fährt da hin? Keiner? Da haben wir was falsch gemacht, oder was? Warte, warte, warte. Lupe, nicht angeschlossen? Doch. Verbindung da. Stadtbus Erlangen gibt's doch. Gut, dann würde ich sagen, obwohl, vielleicht sollten wir das doch so lassen, weil die Strecke kann ruhig so mal befahren werden, oder? Ja, obwohl, na, weiß ich auch nicht. Vielleicht doch nicht. Machen wir wieder weg hier. Machen wir weg. Jetzt muss ich den Stadtbus nur finden. Die sind zum Hafen. Ja, nützt nichts. Wir müssen den Weg hier wohl gehen. Stadtbus Erlangen. Fahrplan. Den und den. Und da ist nur eine Kutsche drauf dann, ne? Oder? Fahrzeugliste? Ja, da ist nur eine Kutsche drauf. Hier stehen aber schon sechs. Steht natürlich gerade keiner. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, da eine zweite Kutsche drauf zu setzen. Warte mal, dann gehen wir noch mal hier zu den Verbindungen. Ach, können wir auch anders machen, ne? Da brauchen wir nicht so machen. Das Fahrzeugdepot ist hier. Kutsche. Stadtbus Erlangen. Und starten, dann sind da zwei drauf, passt, weil da stehen schon sechs, ne? Dann macht Sinn, dass da vielleicht Emil Altner Straße, ist das die? Ah, die ist schon hier, die Emil Altner Straße. Aber da ist es vom Hafen abzufrühstücken, das passt dann schon. Fahrholzstraße, das ist da oben und da steht einer, okay. Die anderen wollen woanders hin. Ja gut, ich denke, das ist dann erstmal gut so. Wir waren bei Erlangen. Erlangen ist hier unten. Dann haben wir hier noch Bünde. Da ist nichts. Und Friedrichsdorf ist auch nichts. Das heißt, das ist erstmal alles schick. Wir gehen mal gerade gucken, ob es neue Schiffe gibt. Naja, gibt es nicht. Fahrzeuge hat man eben gesehen. Dann fehlt uns nur die Eisenbahn, ob da noch was ist. Aber die, glaube, sind auch nicht neu bestimmt. Ja, da sind immer noch die zwei Loks, das passt. Ich glaube, da kommt irgendeine bayerische jetzt als nächstes dann, ne? Aber wahrscheinlich noch in 20 Jahren oder sowas erst. Aber ist nicht schlimm. Unser Städtchen wachsen alle, alles ist gut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich dann vielleicht wieder vorgespult habe oder ich guck mal, ob wir irgendwelche Linien wieder erst optimieren müssen, dann machen wir das natürlich, ne? Alles klar, bis dann, ciao!